Mensch da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bzw. zur allerersten Folge Minecraft Delta. Wir joinen jetzt erstmal auf den Server und der Server wird gestartet. Bitte nochmal verbinden, ist in Ordnung. So, dann loggen wir uns erstmal ein und dann gucken wir, wo wir hier sind. Denn das, liebe Freunde, ist das Modpack-Projekt. Minecraft Delta heißt es. Und wir spawnen hier. Und gleich vorab, was ich hier schon mal sagen muss. Ich habe eigentlich gestern die Aufnahme mit der Gruppe gestartet. Aber das Problem war, dass ich eben keine... Naja, wie soll ich sagen? Ich hatte eben keine... also mein Fraps ist gecrashed und hat das alles nicht so funktioniert. Deswegen nehme ich jetzt nachträglich nochmal eine neue Folge auf. Oh, ich bin hier noch OP. Ich würde sagen, dann mache ich erstmal hier Tag, damit ich so starte wie alle anderen gestern. /DOP. Und dann würde ich sagen, geht's auch schon los. Die Sachen hier am Anfang, außer den Kuchen, darf man nichts abbauen. Wir spielen das Modpack Horizons. Das ist ein richtig cooles Modpack mit ganz vielen Erweiterungen, ganz viel Magie. Und da vorne sind schon wieder ganz viele Leute. Deswegen gehe ich da mal weg. Und dann hole ich mir den Baum. Oh mein Gott, das ist ein Skelett. Oh mein Gott. Ich werde mir jetzt sowieso als erstes ein Schwert machen. Weil ich muss sagen, das ist mir sonst... Sonst ist mir das zu gefährlich. Und als ich gestern die Map... wir haben ja die Map generiert. Und als wir... als ich dann drüber geflogen bin, um schon mal ein bisschen Landschaft zu... wie soll ich sagen, Landschaft zu erforsten, habe ich einen Wald gesehen, den ich gerne finden möchte. Moment. Music. Wo kommen die? Ah, hier. Sound mache ich jetzt so mal auf 25%, das müsste passen. Gut, was könnte ich mir hier noch machen? Da mache ich mir noch eine Spitzhacke. Yeah! Und dann töte ich da oben auch gleich das Skelett, das ich da vorhin gesehen habe. Komm her. Hallo, ich bin da. Oh mein Gott, das sind zwei. Okay, eins tot. Und das andere ist auch tot. Die waren anscheinend schon beschädigt. Ich glaube, die, vielleicht haben die hier drin gewohnt. Und es ist so, ich bin ja ein Höhlenmensch, ne? Eigentlich müsste ich ja in einer Höhle wohnen. Aber ich weiß nicht, ob das bei einem Modpack-Projekt so geil ist, wenn ich in einer Höhle wohne. Ich glaube, dass es da weitaus schönere bzw. bessere Dinge gibt. Wo ich wohnen könnte. Und deshalb werde ich wahrscheinlich irgendwo in der Luft wohnen. Und zwar bei diesem Wald, das ich euch gerade erzählt habe. Gibt es so ein richtig schönes... das sind so richtig große Bäume. Da würde ich irgendwie so gern so wie so ein... Stellt euch vor, es ist so ein Wassertropfen, der irgendwie so hängt beim Baum. Und dann hängen da lauter solche kleinen Dinger runter. Das würde ich irgendwie mega cool finden. Irgendwie sowas in der Art. Ich weiß nicht, was haltet ihr davon? Ich weiß es nämlich nicht. Aber ich finde es cool. So, eine Werkbank haben wir, das brauchen wir nicht mehr. So, was brauchen wir? Wir brauchen erstmal das. Dann machen wir uns eine Spitzhacke. Ein besseres Schwert. Dann haben wir noch drei, dann können wir uns noch genau eine Spitzhacke machen. So, perfekt. Jetzt haben wir wenigstens schon mal die wichtigsten Sachen hier. Ah, eine Schaufel wäre noch gut, dann könnten wir das hier... Oder was ist das hier? Gold. Okay, das ist Goldohr. Deswegen werde ich mich mal einfach auf die Suche nach einem... Was liegt hier? Was ist das? Tamaroot? Von Ars Magica. Ich nehme es einfach mal mit, vielleicht... Oh, der Baum ist aber schön. Also, ich möchte eigentlich ja kein... Oder? Ich weiß nicht, Leute. Also damals, als ich das Baumhaus-Video hochgeladen habe, da haben dann ganz viele Leute gesagt, oh, Thomas, du baust gute Baumhäuser. Ich soll mehr Baumhäuser bauen. Ich könnte schon in diesem Projekt auch ein Baumhaus bauen, wenn ihr das wollt. Denn in diesem Projekt gibt es einfach so unendlich viele Bäume. Aber das ist halt, ein Baumhaus hat halt auch so seine Vor- und Nachteile. Denn ein Baumhaus ist halt auch sehr, naja, wie soll ich sagen, sehr intensiv, was immer das, was die Kommunikation betrifft. Queen Bee, okay, jetzt habe ich schon mal eine
Queen Bee. Ich kenne mich da überhaupt nicht aus bei diesem Modpack. Schreibt mir bitte in die Kommentare, was ich hier alles machen kann. Link zum Modpack natürlich in der Videobeschreibung. Ach ja, Leute. Wer alles mit dabei ist, ist Goldblock TV, Redcraft, dann Notchrot LP, Schnorros, Hackel, Alpencrafter, Pixel Battle und Labersack. Das müssten alle gewesen sein. Ich hoffe es zumindest. Wenn ich da jetzt irgendjemanden vergessen habe, dann bitte sagen. Dann tut es mir echt leid. Auf jeden Fall stehen alle in der Videobeschreibung. Und ja, ich werde auf jeden Fall auch mit den anderen zusammen aufnehmen. Ich hatte zwar gestern eine erste Folge, aber da ja dann Fraps gecrashed ist und nichts mehr funktioniert hat, naja, was soll man dann machen? Dann muss man halt irgendwas alleine machen hier. Und deswegen ist es nicht so toll. Aber da ich jetzt Windows oben habe, Leute, kann ich euch schon mal eine super geile Nachricht sagen. Und zwar Sims 4 kann ich ab sofort, beziehungsweise ab dem 4. Let's Playen, da freue ich mich schon unendlich drauf. Das glaubt ihr gar nicht. Also Sims 4, das Let's Play, startet am 4. September. Wann genau es online kommt, weiß ich noch nicht. Aber auf jeden Fall startet da das Sims 4 Let's Play. Wie gesagt, mit Thomas und Sarah. Ich glaube, ich habe meinen Charakter jetzt als Nachname Foxtrot genannt. Ich musste die nochmal neu erstellen. Das habe ich aber nicht aufgenommen, weil ich denke, euch interessiert eher das Gameplay für die Leute, die dann halt auch Sims gucken. Und ja, jetzt haben wir erstmal dann ganz schön viel Holz. Und dann gucken wir mal, wenn wir einen riesigen Baum finden, dass wir dann da vielleicht mal anfangen. Aber wenn es hier in diesem Modpack irgendwas zum Fliegen gibt, dann ja, dann wäre es cool. Außerdem, Leute, wir wollen die Community ein bisschen mit einbinden. Und zwar wollen wir, dass jede Woche oder alle zwei Wochen ein Mod hinzugefügt wird. Das bedeutet, wir geben euch zum Beispiel 3 Mods vor oder 4 und ihr entscheidet dann, welcher Mod ins Modpack mit reinkommt. Das bedeutet, das Modpack wächst und wächst jede Woche oder alle zwei Wochen weiter, sodass es auch nie langweilig wird. Und das ist einfach mal was, wo wir sagen, ja, das ist gut, dass wir das machen. Und ja, aber vielleicht baue ich mir auch ein Haus am Strand. Aber das weiß ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht. Au! Das tut weh. Okay, kann ich hier runter? Sind hier Lianen? Ja, hier sind Lianen. Gut, perfekt. Dann gehen wir auch gleich mal weiter. So, aua, aua, aua. Aufpassen hier. Okay, hier sind schon mal Schafe. Das bedeutet, die töte ich gleich. Komm her, scheiß Schaf. Okay, einmal. Zweimal, einmal noch. Ein Schaf noch töten. Und dann haben wir, glaube ich, genügend. Okay, passt. Wir könnten uns nachher schon ein Bett machen. Das heißt, vor der Nacht sind wir quasi gesichert. Was ich aber jetzt noch glaube... Oh, die droppen... Wrong. Okay. Die droppen Fleisch. Ich glaube, das ist jetzt bei der 1.8 auch so. Die ist jetzt released worden. Und ich glaube, die droppen dann auch jetzt Fleisch. Sofern ich das mitbekommen habe. Was ist das hier? Das hier ist Red Sandstone. Okay. Sieht auch nicht schlecht aus. Übrigens, das Texture Pack für Horizons werde ich mir auf jeden Fall noch installieren. Aber ja, das werde ich dann später bzw. nach dieser Aufnahme hier machen. Und ihr könnt auch entscheiden, welchen Mod wir als erstes angehen. Ich möchte am liebsten zuerst irgendwas bauen. Und dann irgendwie und nebenbei auch immer farmen und so eine Mod nebenbei machen. Wir gucken einfach mal durch. Ich gebe einfach mal ein Fly. Gibt es auch irgendwas zum Fliegen? Oder ich habe gesehen, da gibt es so einen... upsale, so Stuff. Ich habe gesehen, da gibt es so einen Hexenwesen, auf dem man fliegen kann. Ich glaube, der heißt irgendwas mit Witch. Witch. Hier. Nein. Spear of the Huntsman. Mystic Branch. Hier. Hier. Ein Broom. Oh, cool. Was? Man braucht nur 3 Horton Saplings und 2 Sticks? Lol, wenn wir den finden, Leute, dann broomen wir durch die Welt. Okay, cool. Sehr, sehr cool.
Jetzt wissen wir schon mal, wie wir den craften. Da fliegt eine Fledermaus oder ein Blatt oder was es auch immer war. Was ist das hier? Das hier ist Salz? Für was brauchen wir denn Salz? Okay. Bin mal sehr gespannt. Was haben wir hier? Wahrscheinlich Kopper, ja. Gut. Davon sind Tintenfische. Ich weiß aber auch nicht... Ah, das ist so schwierig. Am liebsten würde ich irgendwie hier so einen fetten Baum haben, wo ich das Wasser daneben habe und ich dann irgendwie so wechseln kann zwischen... Baum und... wie gesagt, zwischen Baum und Wasser. Das wäre irgendwie so mein Favorite. Ich nehme jetzt einfach mal alle Blumen mit. Falls da irgendwie die Blume dabei ist, die wir bräuchten, um den Hex... Oh, ich brauche was zu essen. Aber am besten, dann farm ich noch ein bisschen Stein. Das wär, oh, eine Kokosnuss. Moment, ich fäll den Baum eben, wenn die Kokosnuss schon runterkommen. Er hat die Kokosnuss geklaut. Das haben wir immer früher in der Schule gesungen. Das war einfach nur so krass. Das war einfach so ein cooles Lied. Okay. Gut. Die Animation, wie man das abbaut, sieht nicht schlecht aus. Und das hier schwebt irgendwie. Okay. Ich glaube, hier ist irgendwie so... Ja, hier ist irgendwie so eine Wellenanimation mit dabei. Kokosnuss. Kann man die essen? Ich guck mal. Coco. Hier. Coconut und Coconut Block. Und wir haben hier Coconut. Und wie macht man die denn? Kann man hier irgendwas machen? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall ist das der Mod Tropicraft. Und ich mache mir jetzt sofort mein Bett. Damit ich jetzt gleich schlafen gehen kann. Denn ich habe keinen Bock auf Monster. Gute Nacht. Ich bin eh schon mega müde, aber jetzt haben wir wenigstens schon mal geschlafen und dann gehen wir auch gleich die Reise auch gleich weiter. Wir brauchen aber auf jeden Fall mehr Stein. Auf jeden Fall brauchen wir noch mehr Stein, damit ich mir hier dann gleich einen Ofen machen kann. Aber ich freue mich schon, wenn wir hier unseren Hexenbesen haben. Ich guck mal, ob man mit dem auch in der Luft fliegen kann. Kaktusfruit. Oh, das kann man essen. Ja, gut, eine halbe Hungerkeule. So schlecht ist das auch nicht. Okay. Das ist Desert Nova. Kann man aus dem irgendwas machen? Ich gebe es mal schnell ein. Desert. Hier, Desert Nova. Ah, hier. Ein Crystal Ranch, dafür brauchen wir ein Vintium Dust, blaue Orchideen, die habe ich schon gesehen, und drei Dinger, was kann man dann damit machen? Das ist ja eine Ranch, das ist ja dann eine Zange wahrscheinlich, oder? Ich weiß es nicht. Gut, wir bräuchten jetzt dann, hier Stein, gut, so, können wir uns auch gleich das Fleisch hier braten. So, 4, 5, 6, 7, 8. Was ist das hier? Das hier ist Lodestone. Ich kenne mich hier bei den ganzen Sachen nicht aus. Und ihr könnt mir auch in die Kommentare schreiben, ob ich das Ganze hier auf Deutsch stellen soll. Sulfur. Okay, was haben wir hier? Das ist... Was ist das? Prometheum. Oh mein Gott, ich kenne mich hier überhaupt nicht aus. Ich fühle mich richtig schlecht. Das hatte ich aber ganz am Anfang in Fitterbeastlight auch. Und dann habe ich mich richtig schnell reingefunden. Und dann hat das auch funktioniert. So, jetzt stellen wir hier erstmal unsere Werkbank auf. Dann brauche ich einen tollen Ofen. So, perfekt. Und was brauche ich noch? Genau, Kohle. Und Holz. Ich würde sagen, ich packe hier mein Schwert rein und das hier. Und dann packe ich danach noch meine... schöne Wooden Pickaxe rein. So. Ach, hier haben wir wieder diese Kaktusfrucht. Die ist so lecker, lecker. So. Gut, einmal haben wir schon mal... Oh, das gibt aber ganz schön viel. So, und das zweite geht sich leider nicht aus. Da brauchen wir jetzt noch ein bisschen Holz. Würde ich sagen... Oh, wir haben aber, glaube ich, genügend Holz hier. So. Dann packe ich da jetzt noch ein bisschen was rein. Knochenmehl haben wir auch. Jetzt gucke ich mal. Ach, der ist jetzt hier unten. Jetzt sagt sie mir schon, was habe ich jetzt gemacht? So,
Load. Hier, Loadstone. Was kann man denen machen? Loadstone. Aber was bringt sich das? Okay, aus dem kann man wahrscheinlich nichts craften. Dann, was bringt sich Salt? Das sieht so aus. Okay. Aber was kann man daraus machen? Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich überhaupt nicht. Hallo, Hilfe. Desert Nova, gucken wir auch schnell nach. Desert Nova. Achso, aus dem kann man ja nichts machen. Haben wir ja vorher schon nachgeguckt. Egal, und aus dem Tarma Root. Kann man hier draus irgendwas machen? Nee, das ist wahrscheinlich auch nur ein Baum. So, gut. Dann nehmen wir das hier mit. Das hier mit. Und suchen uns einfach weiterhin einen schönen Baum. Und nehmen die Ores hier alle mit. Eisen wäre gut. Könnten wir uns ein Eisenschwert und eine Eisenspitzhacke machen. Das wäre echt nicht schlecht. Was sammle ich hier überhaupt auf? Aluminium. Ich glaube, Aluminium ist schon sehr wichtig. Ich könnte mir das zumindest gut vorstellen, dass man Aluminium sehr häufig gebrauchen kann. Da oben ist ein Schaf, das holen wir uns gleich. Dim, 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 dim. Hallo, du Schaf, du. Ja, das hole ich mir jetzt. Stirb. Okay, gut, es hat wenigstens Fleisch gedroppt. Und wie die Leiche noch aufgeprallt ist, habt ihr das gesehen? So, hier ist auch noch eins. Hast du nichts gedroppt? Nichts zu essen? Überhaupt nichts? Hey! Okay, hier lebt irgendwo noch eins. So geht das natürlich nicht. Naja, lassen wir es mal leben. Ah, hier, guck mal, hier ist die blaue Orchidee. Jetzt bräuchten wir nur noch... Moment. Blue... Hier. Hier. Genau, wir brauchen die Desert Nova, haben wir. Jetzt brauchen wir nur noch Winterum Dust und okay, warum ist das Wasser so komisch grün? Oh mein Gott, ich bin vergiftet. Okay, so, was ist hier? Seaweed. Okay, das nehme ich auch mal mit. Kann man ja mal brauchen. So, okay, die Kuh hole ich mir. Leder brauchen wir auch genau für Backpacks, weil hier gibt es ja auch Backpacks. Und ich hoffe mal, dass wir viel Leder droppen. Denn wir brauchen Leder. Und wenn ich irgendwo Pferde sehe, dann werde ich die wahrscheinlich auch töten. Denn Pferde... Ja. Ja, keine Ahnung. Ist das irgendein anderer Baum? Der sieht nice aus. Wie heißt denn der? Sprucewood. Black Stained Leaf. Aber ich finde die Leaves mega schön. Eigentlich eine Verschwendung, dass ich den hier jetzt abbaue, weil die Leaves verschwinden dann. Hä? Okay, die verschwinden anscheinend nicht so schnell. Hätte ich Eisen, hätte ich die jetzt abgebaut. Hätte ich mir eine Schere geholt, aber... Aber das ist einfach nur so schön. Oh Mann, hier. Also die Landschaft hier finde ich echt sehr, sehr schön. Also da muss ich sagen, das ist echt ein sehr, sehr schönes Modpack. Vor allem hier gibt es ganz, ganz viele Sachen mit Natur und so weiter. Okay, ich hole mir hier mal den Grasblock. Eigentlich war ja von Anfang an Crazy Craft geplant. Ja, Leute? Also falls ihr euch wundert und ich irgendwo vielleicht schon mal Crazy Craft erwähnt habe... das war eigentlich geplant gewesen, aber das Problem ist, das hat bei mir nicht funktioniert und dann haben wir uns eigentlich für Monster entschieden, für das Feed the Beast Modpack, aber da das für manche einfach zu leistungsintensiv war, haben wir uns für ein Modpack entschieden, das wir alle noch nicht gespielt haben und das nicht so viele Mods beinhaltet, dass man sagen kann, das sind jetzt zu viele. Und dann ist es dieses Modpack hier geworden. So, was bräuchte ich denn nicht? Ich schmeiß jetzt einfach mal den Marvel hier weg. Crepe. Oh, eine Grapefruit. Na cool. Aber ich brauche ganz unbedingt... Oh, da vorne sind noch Kühe. Okay. Was ich ganz unbedingt brauche, ist eben dieser Wald. Dieser Wald. Der ist mir so wichtig. Aua. Och man, der war so schön, aber ich glaube, den finde ich nie wieder in meinem Leben. Nie wieder. Der war einfach so schön, dass man ihn nur einmal sehen kann. Okay, gut. Hier haben wir schon mal zwei Leder. Schmeißen wir das Zombiehirn hier weg. Und Fleisch haben wir jetzt auch ein bisschen. Oh, das ist gut. Das ist gut, gut, gut. So. Dann gehen wir, töten wir hier die Kuh noch. Dann gucke ich gleich mal, wie man ein Backpack
Bag. Hier. Backpack. Man braucht 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und das Gold habe ich leider nicht. Hilfe. Wie macht man so eine Schriftrolle aus Strings? Light Blue Backpack. Okay. Man braucht auf jeden Fall viele Strings, die haben wir aber auch nicht. Oh! Okay, so einen Backpack könnten wir uns machen. Da bräuchten... Und wie macht man so ein Leder hier? Okay, egal. Wir machen uns so einen hier. 2, 4, 8 Stück braucht man davon. Das heißt, 4 haben wir. Wenn vielleicht geht es sich aus, dass jede nochmal hier schnell 2 droppt. Okay, die hat schon mal gar nichts gedroppt. Dumme Kuh. Und hier oben war doch auch noch eine. Nee, da vorne ist aber ein Huhn. Also zuerst... Oh, hier ist noch eine Kuh. Hallo. Hallo. Hallo, Kuh. Ich töte dich. Okay, 6. 2 Stück bräuchten wir noch, Leute. 2 Stück, wenn hier irgendwo noch eine Kuh ist. Und ich habe die in der Aufnahme jetzt übersehen. Dann könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, Pumpsdoggy, du hast eine Kuh übersehen. Und dann bitte, wo die war. Okay. Federn... Ich glaube, das brauchen wir echt, Federn. Deswegen lasse ich das mal. Was bräuchten wir denn hier nicht? Wir brauchen... Okay, die Saplings brauchen wir erstmal nicht. Ich brate hier einfach in der Zwischenzeit mal. Kohle bräuchten wir auch mal. Das wäre vielleicht auch nicht schlecht. In der Zwischenzeit gucke ich hier noch, ob hier irgendwo noch eine Kuh ist. Aber ich finde keine Kuh. Hallo? Hallo? Okay, jetzt ruft mich gerade mein Vater an. So, ich würde sowieso sagen, 20 Minuten sind um. Ich hole mir hier noch das Chicken und leg das noch schnell hier in den Ofen, die 9 Stück. Ich würde einfach mal sagen, das war's, Leute. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch ein Like da. Übrigens ist es ohne Facecam, weil die irgendwie Windows meine Facecam gerade nicht erkennt. Ich würde einfach mal sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Wenn euch das Projekt gefällt, schreibt mir auch gerne einen Kommentar. Und ich würde einfach mal sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge von Minecraft Delta. Tschüss!